Und damit wieder herzlich willkommen zu Just Cause 3. Das war jetzt die Stelle, wo wir... Man kann ja mal die Fresse... Oh, wo ist hier der Lautsprecher? Wo ist der Lautsprecher? Ich will ihn kaputt machen. Na komm schon. Egal. Okay, auf jeden Fall sind wir an der Stelle, wo wir das Ding da übernommen haben. Okay, das Ding übernommen haben und jetzt hier runterspringen müssen. Oh Gott. Hey, Dima! Dieser Wingsuit ist nicht übel. Vielleicht habe ich es nicht erwähnt. Habt ihr ein experimentelles Gerät GE-64 gegeben? Eine Bavarium-basierte Haftbombe. Dann fangen wir mal mit der Brücke an. Okay. Bin jetzt unterwegs zum Aussichtspunkt. Das ist nice. Die Ravellus-Truppen nähern sich schnell. Ach bitte ja. Beeil dich. Los, also nicht festhalten. Na komm, 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 komm. Oh Gott, zieh dich hoch, zieh dich hoch, zieh dich hoch. Oh, Gott sei Dank. Der Konvoi kann kommen. Und wo kommt er? Ah, da. Erhalten, okay. Die Ravellus Armee wird sich fragen, was passiert ist. Huhuhu. Geschafft! Du solltest jetzt eine coole Bemerkung machen, oder... Warte, mehrere Helikopter nähern sich. Aber jetzt wollte ich mir gerade... In der Nähe sind zwei Bodenluftraketenbatterien. Markiere Position, empfehle Umprogrammierung. Au! Oh, Idiot. Jetzt wollte ich mir gerade einen schönen Satz ausdenken und doch, Mann. Greife jetzt auf Kommandofeld von Rakete zu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Batterie ist unter Kontrolle. Jetzt auf die andere Seite. Beeil dich! Ja. Nun hack mich doch nicht. Hetz mich doch nicht so, bitte. Oh, schon wieder. Hey. Puh. Das war knapp. Oh Gott. Ich habe gerade überhaupt nichts gesehen. Okay, das war's. So macht man sich Freunde. Oh. Oh Gott. Nice. Gute Arbeit, Dima. Danke, dass du mein Testsubjekt warst. Wir reden später. Bitte kommen, Rico. Ich bin's, Mario. Mario Frigo. Erinnerst du dich an das Haus meiner Grandmadre? Sie kocht heute Abend. Du musst kommen, over. Over. Woher hast du ein Funkgerät, Mario? Was? Das haben die hier alle. Außerdem musst du over sagen. Over. Wir? Over. Mach dir keine Gedanken über Funkgeräte. Grandma. Da bin ich. Rico, bist du das? Ja, ich bin's, Grandmadre. Dünn bist du geworden. Sagst du Mario bitte, dass er diesen Schrott von meinem Rasen schaffen soll? Certo, Grandmadre. Grandmadre mag wohl das Auto nicht. Ja, sie mochte es noch nie. Du hast es nie fertig gemacht. Ich hab auf dich gewartet.
Ich bin nicht sauer, okay? Dass du gegangen bist. Mario, ich hatte keine andere Wahl. Weißt du, ich habe mir solche Gedanken nie gemacht, Rico. Aber es gibt einen Unterschied zwischen etwas betrachten und etwas sehen. Wenn man Medici betrachtet, ist es wunderschön, ein Juwel unter der Sonne. Aber wenn man Medici sieht, dann ist es total verrottet. Mario, wirst du jetzt zum Philosophen oder was? Nein, so ist das nicht. Seit einer Weile helfe ich den Rebellen. Aber ich bin nur ein kleines Licht. Wir sind keine Armee. Du hast die Angriffe auf die Ravello gesehen. Die Rebellen sind abgehauen. Sie haben sich versteckt. Das war echt peinlich. Mario, Rico, das Essen ist fertig. Gran Madre! Wir sind sofort bei dir. Gib uns nur eine Minute, bitte. Mario, Respekt. Sie ist fast taub. Okay, ich habe einen Plan. Die Ravello kontrolliert alle Dörfer und Städte. Und ohne seine Stützpunkte ist er am Ende. Wir rekrutieren Einheiten und bauen eine Armee auf. Ich werde Manea befreien. Übertreib nicht gleich, Rico. Das tue ich nicht. Wir müssen den Menschen zeigen, dass wir in der Lage sind, ihre Dörfer zurückzuerobern. Und außerdem zerstöre ich Vis Electra. Das ist total verrückt. Es ist Zeit, ihm den Saft abzudrehen. Die Ravello hat die Anlage gebaut in 3-4 Monaten. Ich verwandle sie in eine qualmende Ruine in weniger als einem Tag. Egal, was du tust, wir sind dabei. Und egal, was du zerstörst, wir bauen es wieder auf. Bon. Muy bon. Jungs! Aber das ganze Gequatsche vertreibt nicht das Knurren aus meinem Magen. Na dann los. Okay. Gut. Zeit für ein Upgrade. Okay. Wo ist der Haken? Was? Ich kann es nicht ganz lesen. Dankeschön. Hallo Rico. Willkommen zurück in Medici. Ich bin Alessia, die Stimme von Radio del Revolution. Mario sagt, du hast vor, Manea zu befreien und das Kraftwerk von Vis Electra zu zerstören. Ich kann es kaum erwarten, dich in Aktion zu sehen. Ich melde mich wieder, wenn du vor Ort bist. Okay. Stopp, zurück. Ach du Scheiße. Ja, fuck, ich hätte das Auto benutzen dürfen. So eine Scheiße. Ja, egal. Ja. Mal ein bisschen rumspielen. Denkt ihr auch das gleiche, was ich denke? Auto. Ich habe jetzt keinen Bock auf Tabulat. Nein, leck mich. Will ich jetzt nicht. Okay, es funktioniert noch. Gut. Oh, nein. Oh Gott. Oh Gott. Das war die beste Idee des Tages. Okay. Wie macht er das? Wer hat das gefragt? Rico, sie haben uns beflügelt, unser Land zurückzuerobern. Viva la Revolution! Warum vorsichtig? Oh Gott. Alter, erschreck mich doch nicht so, Mann. Oh, fuck. Er schreit erstmal vorsichtig. Was denn mit ihm kaputt? Mein Gott, ich habe fast einen Herzinfarkt bekommen.
Ich sehe nichts durch diesen Scheiß da. Mann, geh weg. Ich habe keinen Bock auf den Kack jetzt. Nervt mich. Na Mensch. Speedy Gonzales. Oh Gott. Kriegen wir das Ding auch wieder hoch? Ja, kriegen wir. Lol. Was passiert denn jetzt dabei? Okay. Oh, komm her. Was? Nein. Nein. Manu. Autos. Wo bleiben Autos? Ich finde ein Auto jetzt hier. Nein. Nein. Ach, Kacke. Mann, ich kann's nicht sehen. Oh, das macht so einen Spaß. Oh, ich liebe es. Nein, du gehst da nicht. Du fährst nicht weiter. Du fährst jetzt da. Ach du Scheiße. Was macht er hier? Ich glaube, der hat einen bleibenden Schaden davon getragen. Oh Gott. Gott. Ups. Oh, ich liebe es. Einfach nur Scheiße bauen. Lol. Ich hätte erklärt, was das Ding danach gibt. Was? Alle Beweise verschwinden lassen. Bitte kommen. Wie ist die Lage? Haben wir ihn verloren? Bitte ja. Kommen. Habt ihr. So. Ja, also für dieses kleine Spielchen hier gerade. Würde ich jetzt einfach mal sagen, oder? Machen wir jetzt schon Schluss? Nein, wir machen nur mal kurz. Ich will das jetzt nicht machen, das bringt sonst zu viel Zeit in Anspruch. So, nehmen wir erstmal das hier. Und... Ach, hier sind wir wieder, okay. Okay. Nee, da will ich jetzt nichts machen. Ich weiß, was ich mache. Ah, okay. Okay. Okay.
Okay. Treffe ich irgendwas mal? Nein, warum auch? Er hatte keine Chance. Okay. Das hätte ich jetzt irgendwie nicht erwartet, dass ich treffe. Alles klar. Es muss wie ein Unfall aussehen. Oh, nice. Das mache ich doch gerne. Rico, eine Limousine ist unterwegs, um einen feindlichen Informanten abzuholen. Klau sie und übernimm den Job. Ich leg mich doch nicht mit einem bewaffneten Mann an. Okay. Nein? Okay. Holen wir uns das Verräterschwein. Und kein Gefecht unterwegs. Du willst schließlich nicht auffliegen. Ach Mann. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann. Was zur Hölle war das? Kannst du mal bitte aus dem Weg gehen? Vogel. Warte, was? Ach so, den sollen wir abholen. Ah. Dann steckt. Oh, komm mal aus dem Knick, du. Rico, wir müssen diesen Kollaborateur töten, ohne dass das Militär mitkriegt, dass wir ihr Spionagenetzwerk kennen. Okay. Ich täusche mit dem Wagen einen Unfall vor. Aber sieh zu, dass dir nichts passiert. Fahrer? Zum Haus meiner Geliebten. Beeilung. Ein gutes Gefühl, was? Perfekter Park. Gute Arbeit, nice. Rico. Gut, dann würde ich jetzt sagen, meine Waffe ist leer. Lol. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ja, wir machen beim nächsten Mal weiter und bis dahin.